Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hysteriebox von Tamasch. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hysterie von Tamasch, das Ganze am 7. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Soloalbum von Tamasch. Wie ihr hier sehen könnt, ist das hier ein ungewohnter Tisch, denn ich bin zurzeit nicht zu Hause, ich befinde mich im Ausland. Deswegen auch die bescheidenen Ton- und Lichtverhältnisse. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ja, die Box hätte leider am Freitag bei mir ankommen sollen, kam aber nicht rechtzeitig bei mir an. Dementsprechend ging das sich nicht mehr vorher aus und jetzt wird das entsprechend im Ausland nachgeholt. Ja, wir werden als erstes mal uns diesen Sticker hier vornehmen. Und zwar lesen wir hier Hysterie limitierte Fanbox. Album, Voodoo-Puppe, Poster und jede Menge Sticker. Also, das ist der Boxinhalt, der uns hier erwartet. Dann würde ich sagen, holen wir das Ganze mal aus der Folie. Sticker ist weg. Und dann schauen wir uns die Box an. Also, die Box kommt hier in Rot. Oben haben wir zwei so glänzende Aufdrucke, die hier im Licht gut sichtbar sind. Also einmal einen Verbraucherhinweis auf Englisch, Parental Advisory Explicit Content. Dann das Label, Walk This Way Records präsentiert Hysterie. Und dann haben wir hier den Interpreten abgebildet. Also Tamasch, wir erkennen ihn hier an der Augenpartie und an seiner typischen Brille. Ansonsten ist er hier komplett verhüllt in so einer Art Burka. Dann lesen wir hier unten noch ACAB. Auf der rechten Seite FCKNZS, also steht wohl für Fuck Nazis. Dann hier oben nochmal FCKAFD, das gleiche eben nochmal mit der AfD. Und dann hier nochmal Hysterie Tamasch, Walk This Way und ein Barcode. Auf der Rückseite ebenfalls wieder der Hysterie-Schriftzug, auch wieder hier in dieser glänzenden Optik, Hochglanz und hier unten dann die Labels und die Logos der Beteiligten. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Das Ganze ist eine reguläre Klappbox, geht hier aufzumachen und das ist der Inhalt. Wir haben hier einmal einen Patch, kreisförmig. Dann haben wir hier diese Puppe, diese Voodoo-Puppe. Dann das Album an sich, ein Poster und jede Menge Sticker. Ich glaube, es sind 30 Stück. Dieses Motiv hier und dieses. Also ich glaube, pro Motiv 10 Mal, also insgesamt 30 Stück. Und wie ich hier sehe, haben wir noch eine dritte Nadel, die uns hier aus dieser Voodoo-Puppe verloren gegangen ist. Packen wir gleich mal wieder zurück. Ja, wo auch immer, stecken wir es jetzt mal hier rein. Okay. So, von innen die Box in weiß. Packen wir zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Der restliche Inhalt kommt dann danach. Machen wir auch hier mal alles frei. So. Also, das ist das Album. Kommt auch noch in Folie. Werden wir auch mal hier aus der Verpackung befreien. Gut, also das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase, Cover ident, nur haben wir hier noch das Ganze mit dem Schriftzug Tamasch hier auf dem Arm. Wir erinnern uns, genau hier war das nicht der Fall, also frage ich mich auch, warum man das hier etwas abgewandelt hat, aber okay. Oben wieder der Verbraucherhinweis auf Englisch, dann Walk This Way präsentiert. Auch das hat man abgewandelt, denn auf der Box stand ja Walk This Way Records präsentiert, hier nur noch Walk This Way präsentiert. Okay, der Balken hier auf der Seite blank, hier ebenso blank, wir lesen hier nur WTW, Walk This Way, in der Mitte schwer zu lesen, Tamasch Hysterie und unten rechts die Katalognummer. Auf der Rückseite haben wir hier die Tracklist, es sind 13 Tracks mit insgesamt 8 Features und zwar haben wir hier Features mit drauf von Zombies, was ich auch spannend finde, da Tamasch ja Teil der Zombies ist, also mehr oder weniger Feature mit sich selbst. Dann in der Nähe das Voodoo Jürgens Cover.
Dann haben wir Features weitere von Crystal F, Arborg 48, Finch Asozial, Swiss, Shoki, Blockmonster und Schwarz. So, Beteiligte, Barcode, alles hier mit drauf. Das ist das Logo von Tamasch. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes kommen wir wie immer zum Booklet. So, Tamasch Logo, Tamasch abgebildet hier mit dem Mittelfinger in unsere Richtung. Ansonsten hier alles in Flammen. Tamasch Schriftzug doppelseitig. Dann hier wieder in seiner wunderbaren Burka verhüllt. Weiteres Artwork in Schwarz-Rot. Nochmal Nahaufnahme. Flammen. Hier auch irgendwie so ein bisschen Sido-mäßig, wie das hier aussieht für mich. So, dann haben wir hier auf den letzten beiden Seiten die Credits bzw. die Danksagung. Also die linke Seite ist die Danksagung und rechts die Credits. Jawohl. So, dann hier auch nochmal ein paar Credits, Infos und natürlich das Logo von Walk This Way. Und dann kommen wir zur CD. Die ist hier in Schwarz, Rot, Gelb und Weiß. So sieht das aus. Und dahinter wieder Hysterie und Tamasch zu lesen. Gut, das war's zum Album. Wir kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Poster mit dabei. So, was haben wir hier auf dem Poster drauf? Einmal natürlich das Albumcover im Hochformat. Also hier wieder Hysterie-Schriftzug. Und darunter das Cover. Und auf der Rückseite lesen wir hier auf schwarz, also schwarzer Hintergrund und gelber Schriftzug Hysterie und darunter nochmal klein in Rot Tamasch. Also doppelseitiges Poster, beide Seiten im Hochformat. Von der Größe her denke ich ist das A2. Als nächstes haben wir hier Sticker mit dabei. Wie gesagt, es sind jede Menge Sticker und zwar haben wir hier einmal ganz klassisch das Cover quadratisch. Wir zählen jetzt mal ganz kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genau, tatsächlich 10 Sticker. Also 10 mal hier der Cover-Sticker quadratisch, auch hier wieder in so einer Hochglanzoptik. Dann haben wir als nächstes einen noch größeren Sticker, kommt hier im Querformat. Hysterie, Tamasch, Schwarz, Gelb und Rot, 10 mal. Und ebenso 10-mal haben wir dann diesen Sticker hier, kreisförmig in Rot, Gelb und Schwarz. Kann man hier dann aus der Schablone rauslösen. Also kreisförmige Sticker auch 10-mal. Somit kommen wir dann auf insgesamt 30 Sticker. So, nächster Boxinhalt ist dieser hier. Wir haben hier einen Patch, kreisförmig, mit einem Fadenkreuz mehr oder weniger. Und in diesem Fadenkreuz haben wir auch wieder den Kopf von Tamasch abgebildet mit Kappe und Hörnern. Böser Blick inklusive. So sieht das auf der Rückseite aus. Also kann man sich dann entsprechend an die Kleidung oder an den Rucksack machen. Und als letzten Boxinhalt haben wir diese mysteriöse Puppe hier. Also tatsächlich eine Voodoo-Puppe. Sieht hier für mich aus wie ein Politiker. Muss ehrlich sagen, ich kann den jetzt so nicht direkt zuordnen, aber so wie man Tamasch kennt, hat er sich wahrscheinlich hier einen AfD-Politiker ausgesucht, der hier wahrscheinlich noch etwas abgewandelt, etwas verfälscht wurde, dass es nicht zu eindeutig ist. So, hier auf der Seite lesen wir auch wieder Tamasch Hysterie plus das ganze Material. Also das Ganze ist 100% Polyester. Und was lesen wir hier noch? Made, also das Ganze ist von der Urban GmbH und das Ganze ist made in PRC, also in China. Grüße gehen raus. Ja, wie das zu verwenden ist, glaube ich, das ist selbsterklärend. Wir haben hier so eine kleine Stoffpuppe. Dazu drei Stecknadeln, einmal violett, einmal gelb, einmal grün. Und die kann man dann je nachdem hier in diesen Körper reinstecken und somit dann dem Betroffenen mit ein bisschen Aberglaube und so weiter Schmerzen oder irgendwie Unwohlsein bereiten. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großer Fan von solchem Hokuspokus und so Okkultismus. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Premiere. Habe ich so auch noch nie in einer Box gesehen, so eine Voodoo-Puppe. Okay, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Voodoo-Puppe hier, inklusive der drei Stecknadeln. Dann haben wir hier den Patch,
kreisförmig in Schwarz und Weiß. Das Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Hochformat. Dann die Sticker. Wie gesagt, drei Motive und jedes dieser Motive insgesamt 10-mal mit drin. Also kommen wir auf 30 Sticker gesamt. Und natürlich das Album an sich, Hysterie, im regulären Jewelcase mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Hysterie von Tamasch. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tamasch unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.